Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Session von Ace Combat 7. Ihr habt es vielleicht bei der letzten Folge schon gemerkt, ich habe den Sound ein bisschen verbessert. Und zwar habe ich den Sound vom Spiel ein bisschen leise gemacht, sodass meine Sprache ein bisschen besser durchkommt. Und jetzt fahren wir fort mit der Kampagne. As far as the chaos we find ourselves in these days, it's difficult to say which side pulled the trigger first. Arugia deployed an automatic intercept system with drones. Osea implemented long-range attacks to bypass them. So Arugia decided to sabotage Osea's communications and navigation technology. Arugia couldn't launch a satellite themselves, but they were still able to hack the software of the Osean transmission and navigation systems. Before Osea even noticed, half of their satellites were hijacked. That's when things got ugly. In an attempt to knock out each other's capabilities, both forces launched fighters loaded with anti-satellite missiles at the same time. Only military satellites were targeted. However, their destruction created a debris field in orbit, which wiped out scores of other satellites, both private and government-owned. What kept the world relatively sane up to that point had been free-flowing data and information. But now, those were gone. All that remained was chaos and confusion. Government and civilian broadcasts and transmissions were cut off. The flow of information had ceased. Forces on both sides of the conflict now found themselves unable to communicate with their superiors. Many of the smaller countries annexed by Arugia and yearning for their independence seized the opportunity and started their own uprisings. As for why some of Osea's military decided to break off from the main force and continue on their own, I have no idea. Perhaps there was some sort of dispute over the chain of command. The continent that had once seen wars that were only fought between Osea and Arugia was now full of numerous conflicts between rival leaders vying for power. Insurgencies were everywhere. I even heard a rumor that a group of Osean convicts had rebelled. Rumors. It never ceased to amaze me that even at a crazy time like this, something as trivial as a rumor could find its way here. Communications from corporate were cut off. Apparently, the entire computer network was down. It was a wise decision to make our drones autonomous with AI instead of being radio controlled. Wise and forward thinking. Even with their GPS offline, they can still use their sensors to navigate as long as they're working properly. I'm sure the drones are still working perfectly, following their mission orders to the letter. I wish I could upload Mihai's new data to them, but without a connection, can't upload the software to the active drones. The new ones we're making, though, there should still be enough time to upgrade those before they're activated. I'll be taking the data I've acquired away from the front lines now. Oh, and I'll be taking the girls, too. I told my assistant, Masa, it was time to get Mihai's granddaughters ready to leave here. She's not much older than the girls, but she has a way about her. I'm sure she won't have any trouble with them. I saw a plane flying off in the distance. I imagine it was looking for a safer place. The plane had a rose emblem on it. Tja, also viel Chaos. Die Kampagne nimmt eine Wende. Arugia's communication networks have been down since their satellites were destroyed. Unfortunately, we are experiencing trouble too. All of Arugia has been affected, and we don't know when things will be back up and running. We're not even sure if this is Arugia's doing. Still, we will follow the strategy that was originally planned, and move on to the next operation after liberating Farbanti. Let's get to it. Since the war began, we've been receiving communications in secret from an officer in the Arugian army. With the capital under our control,
Arusia's radical element is losing support quickly, affecting the balance of power. HQ is thinking of using the military officer as a way to gain leverage to settle peace negotiations. The officer is currently hiding in the outskirts of Anchorhead Bay, having joined up with support dispatched from the Ocean Army. The plan is that they'll take a standard vehicle to a rendezvous point at a harbor in the east part of the city, where a helicopter will be waiting. I would like the new Strider squadron to provide escort for the officer. Cyclops will remain at the base on standby to serve as defense. With the communication network currently down in the capital, I very much doubt Arusia will be able to mount a regimented counterattack. However, it is likely that Arusia's intelligence department and the remaining forces who are aware of the officer's movements will interfere. Keep a close eye on the officer and make sure he stays safe. Our victory in Farbanti has given us a golden opportunity to finally end this war. Be safe out there. Take note that our satellite-based IFF has become unreliable following the recent communications failure. As such, target ID will be done by processing the images from the infrared cameras on your aircraft. Objects will initially appear as unknown on your HUDs, but will be ID'd once you close in on them for a set period of time. Gut, wir sollen also einen Offizier beschützen, der zu uns überläuft. Und falls euch wundert, dass hier keine Musik ist, das gehört übrigens so. So, mal schauen, wir nehmen wir mit. Hatten wir schon die F-22 mit? Nein, hatten wir noch nicht. Zielsuchende Bomben, ja. Oh, gleich 4 Stück auf einmal sogar. Das ist... Das ist ja mal nice, also das ist Mobius One Skin aus Ace Combat 4. Sehr schick. Aber nehmen wir mal Strider Skin und dann... Nein, das wollte ich nicht teile. Das... Dann, wie viele Bomben haben wir denn? 48. Ja, dann nehmen wir nur was für die Standardraketen. Ladelimit. 156 Raketen. 136 Standard. 136 reicht eigentlich. Bringt die Nachladezeit, das ist immer sehr, sehr, sehr wichtig. Und den Rest nehmen wir dann für Rumpf. Einbau der Königin, Feuerlöscher, überlegene Manövrierbarkeit, variabler Attackmotor. Und Next-Gen Hochdruckkomponenten. Ich denke, damit sind wir gut ausgestattet. Und damit Take-Off. Ungewohnt so ohne Musik. Aber jetzt kommt wieder welche. Operation Gorgon. Ja, für die Mission habe ich öfter mal mehrere Versuche gebraucht. Könnte jetzt allerdings auch wieder vorkommen. The unidentified Ocean craft. This is Captain Carl of the Ocean Army. Are you here for the escort? You're not the squadron I was expecting. Are you really friendlies? Over. This is Longcaster. Airborne warning and control system for the Ocean Long Range Strategic Strike Group. Captain Carl, they're on our side. And those two pilots we've heard about must be here too. Okay, I hope you're right. Gut, wie ihr seht, sind die Ziele unbekannt. Man muss sie erst identifizieren, da einige auch Verbündete sind. Sehr mobil, das Ding. Sehr mobil.
aber ich bin von der F-22 und nicht anders gewohnt. So, hier haben wir schon was. Zack. Was war das denn jetzt? Hä? Ah, ich glaube, aus der Position, in der ich war, konnten keine Bomben abgeworfen werden. Ah ja. Jetzt müsste es gehen. Okay. Ja, ich bin eben kein Stuka. Identifizieren. Okay. Raketentruck. Entering the Anchorhead Bay area. Buildings will block your line of sight. Make sure to keep track of your objective. How this war ends depends on this mission. Friendly? Yeah. Understood. Oh, da bekomme ich Besuch. We have no orders, but we do have ID data. Check your TAC terminal. Strider squadron. Identify the unknowns along the route. He's tot. Du auch. Boah. Der ist schon wieder so schnell. Das war knapp. Ich wollte gerade abwerfen, aber. Da war ich schon zu nah dran. Dann ist der auch. Bleibt nicht. Okay. Auch friendly. Auch friendly. Die könnten feindlich sein. Nee, doch nicht. Schade, nur getroffen. Okay, feindlich. Boah, ja, ich merk's. Was ist unser Verbündeter da? Bumm! Just. Die Effekte sind schon geil, ne? Kann man nicht anders sagen. Mit dem MG zu treffen ist immer ein bisschen schwierig. Sekunde für sich. Ups.
count on public opinion and the opportunists of the military on their side. Even manipulators... Ist Freund oder Feind? Du hast eben auf mich geschossen. Feind, war klar. Wobei ich weiß ja nicht, ob die anderen mich auch identifizieren müssen. Falls das eine KI überhaupt machen muss. Zerstört. Schade. Aber so eine SO-34 erwischt man eben nicht so schnell. Rakete? Nee. So, wir haben neue Bodenziele. Wir müssen jetzt wieder identifizieren. War klar, dass ich jetzt die Brücke treffe. Feindlich, aber hinter dem Gebäude. Lass mich doch identifizieren. Unser Verbündeter wird verfolgt. Und tschüss, sage ich dazu nur. Oh. Nein. Das wollen wir jetzt nicht einsetzen. Ist das nervig. Scheiße. Ach. Oh, das sind so Sachen, die liebe ich an Ace Combat. Oder allgemein an Flugzeugspielen, dieses Adrenalin dabei. Komm schon, ja. Wo ist unser Verbündeter? Da unten. Wo fährt er denn jetzt hin? Okay, fährt hier lang, den Highway. Okay, runter mit den Zielen. Verkündete.
disassembled Ocean fighters. And then to assassinate Harley, who is to blame for the enemy fighters. Ach, man muss wirklich multitaskingfähig sein. Damit meine ich jetzt nicht nur in dieser Mission. Sondern allgemein, wenn man Pilot ist. Dann eben doch die Rakete. Bad news. Hostile armored forces outside of the tunnel. I'm thinking that we should go say hi before they ruin the general's day. Ich hoffe, hier mal schneller. Einmal einen klassischen Looping. Geht mit der Maschine. Wo ist das Ziel? Lol, kaputt. Der ist ja jetzt ja ganz hinten schon. Leider zu langsam. Ja, ich sehe es, dass er unter Beschuss ist. Tschüss. Ja, die Bodenziele sind etwas gefährlicher für unsere Verbündeten. Den einen doch getroffen habt, obwohl der hinter dem großen Gebäude war. Das hab ich jetzt doch gewundert. Hä? Geschafft? Ja. Kontrollpunkt. Komische Musik. Ja. This plane is carrying civilians. We have escort fighters, but we do not intend to engage in combat. Please stand down. What's going on? Try to get a little closer. Jetzt hat zum Abfang. Ich weiß, das war knapp. Aber ich wollte einfach mal Eindruck schinden. Sie sind auf die Kacke, aber muss auch mal sein. Ja, mit den Kratzern. Ich weiß nicht. Unknowns attacking the girl's plane. Hold on tight. Longcaster, permission to engage. Negative. What? It could be Ocean fighters. ID them ASAP. Shit. That's all we can do. Gut, dann drehen wir mal um. Glenn das Ding.
ein Gegner. Das war's. Tolle Aussichten. In that case, we have no choice but to shoot the aircraft down. Unfortunately, yes. We did what we could. Weapons free. We're cleared to attack the escort. Welcome. Understood. Welcome. Ja, die Patronen. Können wir schnell los. Ja, die sehen genauso aus wie F-18. Das ist schon eine linke Tour, ne? Also, das ist wirklich schon, ne? Perfektes Timing, weitere Freunde. Gut, das sind jetzt aber wirklich richtige Drohnen. MQ-99. Das sind die klassischen Drohnen. Ach, die brauchen ja immer nur eine. Jetzt hab ich ganz vergessen. Wird er verfolgt? Nee. Die F-22 war in den früheren Spielen von Ace Combat, also wirklich noch die allerersten Teile von Ace Combat, da war die F-22 immer der beste Jäger. Beziehungsweise nicht nur der beste Jäger, sondern auch das beste Flugzeug. Aber es hat sich ja im Jahre... Also im Laufe der Jahre hat sich das ja geändert. Gibt ja inzwischen viel bessere Flugzeuge, sowohl in Wheel als auch bei Ace Combat die ausgedachten. Komm.
Too bad it's left. Show him what you got. Ah, noch zwei. Kriegen wir schon hin. Aber zum Glück konzentrieren die sich eher auf uns, nicht auf die Maschine. Dann eben erstmal auf den anderen. Das Problem ist eben halt, dass die viel mobiler sind als wir. Als sie eben Drohnen sind. Endlich! Das war's. All hostiles have been eliminated. Nice. General's helicopters Feuerwerk. Anchorhead Bay. All aircraft, RTB, mission complete. All hostiles, huh? Ich weiß, alle Feinde noch lange nicht. Ja, drei Kratzer, die habe ich. Ich stehe mal wieder im Mittelpunkt. Gut, da hatten wir den Offizier zu Anfang gut beschützt und dann nachher wurde er doch noch abgeschossen. In order to respond to the attack on the base, Cyclops has scrambled after being on standby. We'll head up too, once our planes are ready. Oh, and LeBarth is dead. What did you say? Apparently, he was shot down by another Ocean aircraft after he left the area of operations. I mean, I know it was chaos, but still. At any rate, the sealed order operation has come to a close. We have no idea about a plan for going forward. All we can do for now is watch our own backs. What's up with the commander? He's staying in his room. He's still alive, since we can hear him crying. Gut, so viel zur momentanen Situation. Chaos. The island we went to was supposed to have been secured by the ground forces. They hadn't gotten a handle on things by the time we got there, so now we were stuck in the middle of a half-assed campaign. My job was to get the planes ready for combat, making repairs and handing them over to our troop of cons. Thing is, the enemy still had the hangars. The comms were still down, so none of us knew what the hell was going on. The last transmission I heard before everything went to shit was that some prisoners from an Ocean military penal unit rioted and managed to escape. They stole some jets and now they were flying around, taking out their former allies left and right. I wonder if any units like ours were out here, creeping around. Hearing the Ocean jets firing at each other overhead chipped away at morale. Since the radio was out, it was quiet. I liked it better that way. All I heard was the gunfire. Here we were, walking around carrying rifles. We were pilots, damn it. Friendly fire will probably kill us.
You know things are desperate when the guards that used to lock us into solitary are now telling us it's better we all stick together. I guess they think our odds of surviving this war are better that way. After walking for miles across the battlefield, we came across the wreckage of a plane. Passenger, not military. I knew that Rose. It was an Erusian liaison plane. The guard's dogs smelled something and took off. They led us to a cliff. And the bodies. Today, I lost everything. When Osea attacked our capital, my father, a man who was never really suited to being the king, was killed. I was to be flown out of the war zone to safety, but the plane was shot down by rebels. The entire crew was killed in the crash. Soldiers appeared and one shot at me. My dog went after him and shot him to pieces. He was my best friend. After all those speeches I gave about working together for peace, I thought everyone felt the same as I did. I'm sure the soldier who shot at me knew I was the princess of Erusia. He was Erusian too. More soldiers have come. Now, there's no one left to protect me. I am so numb, I cannot move. I watch as one of their dogs approaches. It sniffs mournfully at my dead friend. I wonder if it grieves for him as much as I do. I can barely think. I feel weaker by the minute. I don't know who these soldiers are with, but I managed to take a sip of the water they gave me. How long have you been here? Somehow, I muster the courage to answer the woman's question. I tell her I've been there 3 days. They gather around me with grim looks on their faces. What would they do if they knew I was the Erusian princess? After searching the cockpit of the plane, the woman who spoke to me before came back to me. This is an air-to-ground tactical radio. It still works! I noticed she walked with a limp. She knelt down next to me and asked her companions to give me some food. And then, very softly, she said, "You see, I used to listen to your broadcasts, Your Royal Highness." Just what did you see here? Ja, da ist die Prinzessin plötzlich in der Realität. Okay, enough talk. Your opinions have all been taken into consideration. Beyond the seizure of Forbanti, which is important, and supporting the Erusian officer, at this point, I just don't know what our strategy is, or what our mission will be. Radio communication is still patchy for both the military and civilians, so we're getting zip from mission command about our orders. Still, with countless Erusian forces in the area, it's too dangerous for us to stay around here waiting for a miracle. Now, regarding Count's suggestion to think about self-defense, I think we should make a break for Tyler Island. It was a large Ocean base before the start of the war. Count says his previous squadron took part in an operation to seize control of the island. It has the only base that will get us to the space elevator without refueling. It's also a transport facility for supply ships that provide drones and ammo for arsenal birds. For the Ocean forces that are looking to reclaim the space elevator, those are two great reasons in its favor. If everything went according to plan, the base may already be in Allied hands when we get there. Though based on what Count told me about the island operation, it won't be easy to seize control. If the ground troops have managed to open the bridgehead, the transport route to Osea for supply ships should be available. So much at stake, I can't imagine Erusia just giving it up without a fight. Things could really have gone bad.
Even if there are enemies left, they should be pretty easy to suppress. I just want to go home, man. Me too. With that look on your face, Trigger, I know exactly what you want. If Trigger's ready to kick ass, then so am I. Damn straight. We're with you, Trigger. It's decided then. Let's get all the aircraft and haul ass to Tyler Island. Although we can avoid the Arsenal Bird's anti-air network, there's still remnants from the Erusian forces. I want to get to the island without getting into any unnecessary combat. Pick a fast craft and fix it how you want. Pack for a long trip, but remember, if you drag your ass, you'll get left behind. Ja, eine Mission, wobei wir unsere Streitkräfte unterstützen müssen, sowohl zu Land und in der Luft. Ich weiß noch, dass in dieser Mission, genau wie bei Stonehenge, einige Wohnziele kommen und dass auch wieder einige Bomber auftauchen. Nehmen wir denn mal. Mirage hatten wir auch schon. Ich will euch ja mal was Neues zeigen. Nehme ich 31. Was hat die denn so für Waffen? Für die habe ich noch. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich eher. Ich glaube, ich nehme doch lieber eher was, um die Bombe abzufangen. Sowas hier zum Beispiel. Ja, Überschallraketen. Da die Bomber sich nicht so gut bewegen können, ist es eigentlich sehr gut dann. Strider Skin. Auch sieht eigentlich recht nice aus. Besser als die ganzen Standard-Skins, oder? Sieht die anderen auch so aus? Ja, dann liegt das am Flugzeug. Ja, das ist irgendwie immer dasselbe. Ich sehe da gar keinen Unterschied. Ihr? Seht ihr da einen Unterschied? Falls ja, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also ich sehe da keinen Unterschied. Bis auf die drei Kratzer. Die hat nicht jedes Skin. Teileauswahl. Das wäre mal. Ja, dann sollten wir unsere normalen Standardraketen mal wieder verbessern. Fluggeschwindigkeit und verringerte Nachladezeit. Wie viele Raketen haben wir denn? 98, ja, das sollte locker reichen. Und Einwohner der Königin. Überlegene Luft. Manövrierfähigkeit. Variabler Taktmotor. Und das. Und dann würde ich sagen. Take off. Strider Squadron, sortie ASAP. Ja, ich glaube, wir müssen wieder unsere Streitkräfte erstmal identifizieren. Zumindest die Bodenziele. Ich glaube, hier war das so. Schauen wir mal. This is Tango 2-3. Pursued by multiple tanks and APCs. Sieht schon geil aus, irgendwie. They'll all go down if we don't pull back the landing craft. It's what? Abandoned Tango 2-3? Something's not right. Tango 2-3, we don't have the firepower to. Ist jetzt nicht so mobil, wie ich es erwartet habe. Wagtail is on the Ocean landing ship. What's going on? What did you say? Caution. Pull up. Multiple bogeys inbound. Damn it. Prepare for anti-air combat. This is the Apex Longcaster. The aircraft in your area belong to the LRSSG. Now my aircraft. It was your body call. Requesting assistance. Roger. Jetzt müssen wir die Radikalisten ausschalten. Ich weiß nicht, ich find's immer noch schwachsinnig, dass ein normaler Panzer
zwei Raketen braucht. Okay, wir müssen wieder identifizieren. The boots on the ground don't need more people shooting at them. Thanks. It's absolute chaos out there. Yeah. Starting to fight amongst themselves. Well, now we know what's going on, but I don't want to shoot anything. Caution. There's more over here. The body is weiter identifizieren und dann gleich umdrehen. Und tschüss. Sind die weiteren Ziele? Da sind noch welche. Könnten aber auch verbündete sein, sind keine. Zwei X-Sams. Ja, das ist gut, dass die weg sind. Wo ist mein Backup? Ach, gut, dass sie daneben ging. Die hat ja wohl völlig verschossen. Dass ihm das überhaupt als Bedrohung angezeigt wurde. Die ging ja sowas von daneben. Boom! Wie schnell die sind. Diese neuen Hyperschallraketen, die sind echt böse. Nach der Viertelstunde ein bisschen aufräumen hier. Das ist doch gut. Dazu hat er zu viel hin und her gewackelt. Warum schieße ich eigentlich zwar jetzt gegen eine Drohne? Hey! Puh. Müssen wir mehr Ziele identifizieren. Ich glaube, du bist ein Hubschrauber, ne? Ja. Da hatte ich noch einige Hubschrauber in Erinnerung. Natürlich wieder ein Apache. Okay, das ist ein Hubschrauber. Das erklärt natürlich, warum der so oft auf mich schießen kann. Der auch. Hey.
Connection is waiting for you. Right. Das war's. Don't fight with your backs to the supply ship. If you take, we're done for. Wait, multiple bogies from the east. Ach, die Bomber kommen. They're not here to bring good news. We need to ID the bogies. Take them down if they're hostile. Understood. Sollten kein Problem sein mit den Hyperschallraketen. Alter, was geht da denn ab? Ach, Drohnen. Du bist aber keine Drohne. Du gehörst zu den Radikalisten. So, jetzt muss ich aber auch zu den Bombern. Und nicht getroffen werden. Ups. Da drüben sind sie. Ja, ihr kriegt mich eh nicht mehr. Zeit doch. Identification complete. It's Arusian bombers and their escorts. Count's prophecy has come true. Escorte. Take out all bombers. They'll flatten our allies. Plenty of civilian casualties as well. Precision bombing is impossible in these conditions. Maybe they know they can't. We're gonna drop them all. Oh, wo sind die Ziele da? Ach, das ist ein TU-160. Sie hält leider ein bisschen mehr aus. 20% Schaden durch Kollision. Das geht ja noch. Ich hab mich schon tot gesehen. Ist ja gut. So. Ah, wo bist du? Da bist du. Treffer. Ah, ich sollte auf die T-160 lieber gleich zwei Hyperschallraketen schießen, um keine Zeit zu verlieren. Ich das sehen. Da drüben ist noch ein Bomber. Intercept those bombers. All enemy bombers have been destroyed. Mitchell. We did it. Continue Mitchell. With your mission. Schade. Schaffe ich die immer mit MG, ja. Die Konservativen. Ja, die Konservativen sind vielmehr die Bösen. Boom. Also für den brauche ich keine Hyperschallrakete. Gut, jetzt können wir uns um die anderen Ziele dort unten kümmern. Dafür haben wir aber noch locker viel Zeit.
Yeah. Your plane will ice up if you stay in there too long. Cyclops 2. Fox 2. Strider 1. Fox 2. Das war irgendwie klar, dass das jetzt nichts wird. Dafür war ich wohl zu schnell. Das ging schnell. Der Mini-Flair hat aber nichts gebracht. Und tschüss. Ich hab den Knopf nicht losgelassen. Die Cam hört ja irgendwann von alleine auf. Warum weiß ich nicht. Genau, halte dich an Trigger. Das Problem ist, unsere Raketen gehen aus. Bei denen ist Action. What are you doing, dumbass? Here, attack right here. Longcaster, we confirmed the location of the flare. Zu der Prinzessin kann ich nur eins sagen. Jetzt reiß dich mal zusammen, Prinzessin Stephanie. Okay, noch 8 Raketen. Danach kriege ich immer 2 neue. Allerdings dauert es ein bisschen. Müssen uns beeilen. Oh, es sind nur noch APCs. Geschafft. Oh. Noch eine. Okay, jetzt dauert das immer ein bisschen, bis ich 2 neue kriege.
Zeit zum Abfangen. The supply ships have been launched from the mass driver. If the supply ships make it to the Arsenal Bird, they'll be able to resupply it. They may be loaded with new weaponry that we don't even know about. We have no choice but to take down the supply ships before they can get within the Arsenal. Ja, das sind so eine Versorgungsschiffe zum Arsenal Bird. Davon existiert ja noch einer. 3 minutes to the enemy's air defense network. Von wo? Ah, hinter mir. We got bandits incoming on radar. You're gonna have to forget about him for now. Focus on destroying that supply ship first. Sitting ducks like this. Strider 1 was shot down. Die konnte man so nicht abwehren? Okay. Gut, da war ja ein Kontrollpunkt. Kein Ding. Jetzt haben wir auch wieder Raketen. Insofern ist das eigentlich gut. We have no choice but to take down the supply ships before they can get within the Arsenal Bird's air defense network. You've got to hurry or you're not going to make it. Mikkel. All aircraft, remain on high alert. We got bandits in command. Diesmal war ich aus. You're going to have to forget about them for now. Mikkel. Focus on destroying that supply Mikkel. Ship first. We're sitting ducks Mikkel. Like this. Let the supply Mikkel. Ship get too far away. We'll never be able to catch it. Strata 1, target acquired. My ships are on their scheduled flight path. All we need to do is slow them down. Okay, die halten mehr aus. Everybody, keep a safe distance to avoid getting caught in the explosion. Nein, der war doch gar nicht richtig amüsiert. Don't worry, we know where it's Das gehört so. Das gehört nicht so. Also diese Störung, das gehörte so. Das ist bei der Mission immer so, wenn man einen von denen, glaube ich, abschießt. Aber dass ich dann natürlich abstürze. Ich hatte auch irgendwie die Orientierung verloren. Das ist immer ja, da muss man immer ein bisschen drauf aufpassen. Targets using cloud cover to hide itself. Don't worry. Zwei reichen bei dem auch nicht. Whoa! Did you see that explosion? Looks like that's one of them down. Remember, there are two supply ships out there. Hurry up and shoot the other one down. We've recalculated the remaining time. Trigger, you're gonna lose it. Fly at full speed. Wer weiß, was die geladen hatten. Autopilot? Okay. Who's the girl that ran into tanks with the smoke canister? A few more crazies like her and life down there may have been a tad bit easier. Das ist die Prinzessin. Verhindert, dass er endlos weitergeht, also. Das ist doch mal gut. Ganz schön stürmisch hier. Aber gut. Auch die Mission haben wir geschafft.
Und ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gesagt habe, aber wenn wir alle Missionen hier durch haben, dann spiele ich auch noch die DLC-Mission. Die machen nämlich auch sehr viel Spaß. Aber für die muss man die Hauptstory verstehen. Da muss man nicht, aber es ist besser. Now, Tyler Island is in a state of complete anarchy. This base isn't safe either. The faces you see around you are the only friends we've got. Take a good look. Ja, würde ich ja gehen, aber ich glaube, ich bin ein bisschen abseits von euch. Rang S, nice. Gut, und damit bedanke ich mich für das Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Also, bis zum nächsten Video.